Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute habe ich für euch die Mohammed Ali Box von Motrip und Alias. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Mohammed Ali von Alias und Motrip. So sieht das Ganze aus. Heute am 7. Dezember 2018 erschienen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und dann im Detail ansehen. Und auf der Folie haben wir hier auch noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier limitierte Edition, hochwertiges Shirt in Größe L, CD, Album, Instrumental Album, Sticker und Poster. Also darauf bin ich echt gespannt, vor allem weil es hier so extra hervorgehoben wird mit hochwertiges Shirt. Gut, man darf gespannt sein. Wir haben hier eine schwarze Box mit weißem Aufdruck. Und zwar haben wir hier so einen Kreis aus Stacheldraht und in der Mitte eine geballte Faust, die sich aus vielen kleinen Elementen hier zusammensetzt. Also das hier würde ich als Herz sehen. Dann haben wir hier einen Würfel, eine Rose, eine Rasierklinge, diverse Euroscheine, ist die Frage, was das hier darstellen soll. Dann haben wir hier Messer, Diamanten, eine Kette, Patronen und darunter lesen wir noch Mohammed Ali. Ja, zum Albumtitel, das ja nicht nur einer der größten oder berühmtesten Boxer und Menschenrechtsaktivisten aller Zeiten, nein, das auch die beiden Vornamen der beiden Interpreten. Dann haben wir hier rundum in Schwarz Mohammed Ali, Motrip und Alias. Rückseite blank schwarz, oben Barcode und unten Credits. Gut, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal das Album an sich. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Sticker. Das ist echt eine Menge. Ein Shirt und ein Poster. Von innen die Box glatt weiß. Reguläre Klappbox. So, und nachdem hier das Shirt und auch das Album noch in Folie sind, werden wir das mal hier öffnen. So, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Hier haben wir dann einen Boxring und hier haben wir die beiden Kontrahenten. Hier rechts unten, wenn ich jetzt richtig sehe, Motrip. Und links oben Alias, so sieht das aus. Das Ganze hier so neon beleuchtet, also mit so Neonröhren. Und rundherum jede Menge ja, Menschen, Köpfe, allesamt mit blonden Perücken. In der Mitte dann natürlich das Logo. Dann lesen wir hier auch noch Mohammed Ali, Motrip und Alias. Das Ganze kommt in einem Standard-Jewel-Case. Und hier lesen wir auch 2 CD. Sehr schön. So sieht das von der Seite aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, 17 Stück an der Zahl. Und wir haben 3 Features, nämlich Summer Jam, Kollega und Manuelsen. Okay, auch hier wieder die Credits. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal das Booklet in weiß, schwarz-weiß gehalten. So, hier haben wir dann die Infos zu den einzelnen Tracks. Wer hat das Ganze produziert, wer war daran beteiligt, etc. etc. Dann hier Mo auf einem Pferd. Dann Ali auf dem Pferd. Weitere Tracks. Dann hier mit Ferrari. Jawohl. Weitere Fotos der beiden Sportwagen. Und das hier dann auch noch die Abschlusscredits. Okay. So viel dazu, schönes Booklet. Dann haben wir das Album bzw. die CD hier auch in schwarz und weiß gehalten. So sieht das aus. Und auf der Rückseite, das hat man gut gelöst, hat man dann hier, wenn ich es rausbekomme, jawohl, die Instrumentals. Also man hat hier keinen Digisleeve oder Papphülle, nein, wir haben hier wirklich die Instrumentals in einer hinteren Variante, also wie das Ganze in 2 CD gelöst. In dieser 2 CD Variante. Dann kommen wir zu den Stickern. Und zwar haben wir hier einmal
zweimal quadratische Sticker, einmal Alias und einmal Motrip, die beiden hier von Mike Illustrated gezeichnet. Dann das Logo des Albums, Mohammed Ali, runder Sticker. Und dann haben wir nochmal beide hier in rund nebeneinander stehen. Und einen Namenssticker rechteckig mit Mohammed Ali Schriftzug, Motrip und Alias darunter. Also 5 Sticker, 2 quadratisch, 2 kreisrund und einer rechteckig. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Und zwar ist dieses im Querformat. Hier haben wir die beiden wieder auf ihren Pferden sitzen mit Espresso-Tasse am Start. Hier oben lesen wir auch wieder Albumtitel plus Interpreten auf einem gekachelten Boden zum Schachbrettmuster. Rückseite ist blankweiß, also das Poster im Querformat und einseitig bedruckt. Dann haben wir als letzten Boxinhalt das Shirt, auf das ich jetzt wirklich sehr gespannt bin, nachdem es ja wirklich als hochwertig angepriesen wurde. Wir haben hier einmal auf der Brust Mohammed Ali, also ganz schlicht designt, schwarzes Shirt mit weißem Schriftzug auf der Brust. Allerdings haben wir dann auf der Rückseite dieses Logo nochmal, also die Faust in diesem Kreis aus Stacheldraht. Und jetzt kommen wir zu dem Shirt bzw. zu der Qualität. Was lesen wir hier? Staple AS Color, Made in Bangladesh, Größe L. Und das Ganze ist 100% Baumwolle. Und ja, wie gesagt, Made in Bangladesh. Grüße gehen raus. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Die Marke habe ich so noch nie gesehen. Speziell nicht in einer Deutschrap-Box. Wirkt auf jeden Fall deutlich besser als diese regulären Gilden-Shirts. Von daher kann man das auf jeden Fall machen, dass man das hochwertig draufschreibt. Ist natürlich die Frage, wie es dann nach dem Waschen ist, aber ich schätze mal, dass dieses Shirt einige Wäschen überleben wird, ohne irgendwelche Einbußen. Gut, wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit diesem weißen Aufdruck hier auf der Brust, Mohammed Ali. Ganz schlicht gehalten, die Vorderseite. Dafür haben wir natürlich dann noch die detailreichere Sache auf dem Rücken als Backprint. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in Schwarz und Weiß. Dann das Poster, einseitig bedruckt im Querformat. Die Sticker, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und natürlich das Album an sich, Mohammed Ali, im Standard Jewel Case inklusive Instrumental CD mit 17 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Box Mohammed Ali von Alias und Motrip. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Alias und Motrip unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.